Dies muss betont werden, denn die alten Türken waren keine Schamanisten, wie es in manchen alten Geschichtsbüchern gerne behauptet wird. Obwohl der Schamane wichtige zeremonielle und beratende Aufgaben waren, so beherrschte er die Kräuterkunde und fungierte als Heiler von Kranken. Er musste auch zeremonielle Rituale durchführen, um mit Tengri und den anderen Gottheiten in Kontakt zu treten und somit zwischen dem Herrscher und dem Himmel zu kommunizieren. Der Schamane war also präsent, aber nicht so entscheidend für das Glaubenssystem wie in echten, primitiven schamanistischen Kulturen.